alles Gute zum 21. Geburtstag, Ling Ling! Oh, du wirst deinen Kuchen lieben. Ich habe ihn bei einem chinesischen Konditor gekauft. Die Dekoration ist dir echt gelungen, Xander. Cool, wie du die Ballons an dein Brustwarzen-Piercing gebunden hast. Ich wünschte, ich hätte so ein Piercing. Ich habe für meine Banneraufhängung kein Kompliment bekommen. Da der Ling Lings 21. Geburtstag feierten, musste er traditionsgemäß 21 kurze kippen. Eins, zwei, drei! Und danach freute sich das kleine Schlitzohr auf 21 traditionelle intravenöse Leckereien. 21! Oh nein, Ling Ling hat sich abgeschossen. Irgendwie. Glaubt ihr immer noch, Geburtstage wären cool? Junkies! Ich brauche sofort 10 Milliliter Adrenalin und eine Pulp Fiction-Nadel! Verflucht! Beeilt euch! Ringling, patala mio katashioka! Aber chioka Disney Waller, butubakio katayashioka dawa! Jetzt brauche ich nur noch deine Krankenversicherungskarte und. Ringling ist erst 3 Jahre alt! Entschuldige, Lingling, aber als vorgetäuschtes Mitglied der Gesundheitsfürsorge ist es nun mal meine Pflicht, das Jugendamt zu kontaktieren. Nein! Gib mir das doch mal. So langsam ging mir dieser Sender mit seinem Brustwarzen-Piercing richtig auf den Sack. Was zu weit geht, geht zu weit. Ich musste mir auch so ein Piercing besorgen, also habe ich den Heldencomputer um Rat gefragt. Ein Schwein macht oink, oink. Diese Schweinediskussion hatten wir doch schon hinter uns. Und wir waren uns einig, uns nicht einig zu sein. Eine Kuh macht mh, mh. Verflucht seist du überlegene Intelligenz. Ich will sofort ein Brustwarzen-Piercing. Oh, seht mich mal an, Arschgesichter. Ich hab ein viel cooleres Piercing als dieser Homo-Sender. Oink, oink. Ich werde der ganzen Welt meinen neuen Brustwarzenring zeigen. Hero, ich würde jetzt nicht rausgehen. Draußen tobt ein schlimmes Gewitter. Du bist doch nur eifersüchtig, weil ich 2 verschiedene Ringe habe. Nippelring und Ringwurm. Hallo, schöne Welt. Wer will meinen höchst elektrifizierenden... Das Jugendamt ist hier. Sind die 9 Monate etwa schon wieder rum? Ehrlich gesagt, Miss Love, ich bin hier wegen Ling Ling. Welch unerwartete Wendung. Aber wenn ich es Ihnen sage, uns liegt sehr viel am Wohlergehen von Ling Ling. Das wage ich zu bezweifeln. Das Beweismaterial lag in der Ramschkiste meiner Videothek. Aufgepasst. Ling Ling wurde körperlich misshandelt. Er wurde mehrmals sexuellen Handlungen ausgesetzt. Er wurde sogar vom Lasagne-Essen ausgeschlossen. Von heute an wird sich das Jugendamt um deinen erbärmlichen asiatischen Hintern kümmern. Hero, ist alles in Ordnung? Oh, oh,
Ein widerliches Schwein und ein Homosexueller? Bin ich etwa auf der Hochzeit von Prinz Charles? Delta Bravo, hat mich jemand? Hero, was ist nur mit deiner Brustwarze los? Oh, nichts Besonderes. Und wie geht's deinen so? Hallo, ich bin ein 12-jähriger Junge auf der Suche nach einem Freund. Ach ja, ich wäre vielleicht interessiert. Hast du einen Esel und einen Penisring? Nein, ich hab nur dieses Walkie-Talkie. Ich bin sehr einsam hier in Smalltown. Was sagst du, Smalltown? Da bin ich auch aufgewachsen. Hier im Jahre 1986 mag mich keiner. Du willst sicher nicht mein Freund sein, denn ich komme vom Planeten Zebulon und trage elastische Hosen. 1986? Smalltown? Zebulon? Elastische Hosen? Leute, dieser Kerl scheint ja voll der Versager zu sein! Hey, Hodenkobold, ich glaube, der Junge bist du aus der Vergangenheit. Ist denn so etwas überhaupt möglich? Könnte es tatsächlich sein, dass ich mit mir selbst aus der Vergangenheit rede? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Was sage ich als nächstes? Fast richtig, ich bin es! Wow, du bist nicht aus der Zukunft. Das ist ja abgefahren. Coole Rama, yippie-yay, Schweinebacke. Der maximale Mad Max nach Hause telefonieren, Wahnsinn! Halt dein vorlautes Mundwerk! Du bist nur hier, damit ich das Jugendamt schröpfen kann und jetzt mach dich nützlich und fang an, meine alte Kriegswunde auszuwaschen. Und jetzt spuck drauf! Seit uns der süße Chinese gestohlen wurde, war einfach nichts mehr so wie früher. Unsere stündlichen Maniküren fielen aus. Der Feng Shui-Garten wurde nicht gepflegt. Und die Tibetaner ließen die Sau raus. Der Dalai Lama kann sich seine Diät klicken! Ohne Asiaten zu leben, ist schlimmer als mit einer arbeitslosen Frau zu leben. Es ist grauenhaft und ich verstehe nicht, wieso das jemand tolerieren würde. Oh, wir alle vermissen unseren Ping-Pong, aber vielleicht ist das Jugendamt wirklich der bessere Ort für ihn. Das Jugendamt ist der Inbegriff des Bösen. Ich sollte es wissen, denn all meine Kinder schreiben mir jeden Tag von den Gemeinheiten. Ich werde Ling Ling wieder nach Hause bringen. Ich schwöre, ich werde nicht noch eins meiner Lieblinge an das menschenverachtende Jugendamt verlieren. Hey, Xander, dieser Stuhlwärmer glaubt alles, was man ihm erzählt. Oh ja. Der Sänger Bono ist jetzt ein Profi-Skifahrer. Und Nancy Reagan sieht immer noch gnadenlos gut aus. Deine Geschichten machen mich echt fertig, Johnny Five. Würdest du bitte damit aufhören, deinem Ich aus der Vergangenheit Lügen aufzutischen? Anstelle ihn anzulügen, solltest du ihm vielleicht lieber ein paar hilfreiche Ratschläge geben. Ich soll dem Kleinen Ratschläge geben? Ja, das ist noch viel besser, um ihn aufs Glatteis zu führen. Also, Kleiner aus der Vergangenheit, bist du immer noch in diese Zicke Lana Lame verknallt? Denn ich weiß, wie du sie dazu kriegst, mit dir zu dem Scheunenfest zu gehen. Was, in echt? Funky Code Medina? Rice, an Asian Taribia Sakatioka. Hey, stell das wieder zurück! Pau, Onkel Benny? Panchio Kantauke? Tja, mag sein. Das war einmal vor langer Zeit. Aber jetzt interessiert sich keiner mehr für meinen Reis. Heutzutage gilt es als uncool, Reis von einem alten schwarzen Mann zu kaufen, der Mäusekot als Geschmacksverstärker benutzt. Du magst also meinen Reis. Halleluja, mein Kleiner. Ich muss sagen, würde mich mein Gehirntumor nicht langsam dahinraffen, könnte ich mich an deine Gesellschaft gewöhnen. Bist du dir sicher, dass das funktionieren wird? Danach wirst du so beliebt sein, dass Lana darum betteln wird, mit dir zu dem Fest zu gehen. Ich habe ihm meine Nummer natürlich nicht gegeben. Na schön, ich mache jetzt genau das, was du gesagt hast. Ich habe das Sandwich und mache meinen Hosenschlitz auf. Oh! Hey, Leslie. Ich brauche ein Date für das Scheunenfest und ich habe mich gefragt, ob du... Vögelst du gerade ein Sandwich? Du Freak! Wie
Wie wäre es, wenn wir Leslie von jetzt an nur noch Captain Hero nennen würden? In Kanada würde man ihn Captain Zero nennen. Captain Hero. Erwischt. Was für ein Versager. Captain Hero. Ich hätte meinen alten Spitznamen doch fast vergessen. Um Ling Ling zu retten, musste ich mich als Schulmädchen verkleidet ins Jugendamt einschleichen. Leider war die Sache nicht ganz so easy. Foxy wurde von einem Zeichentrickpflegeheim ins nächste geschickt. Sei bloß vorsichtig. Das Einzige, was er will, sind deine Augen. Ich kann mich verwandeln. Pass auf. Und jetzt verwandle du dich. Shit, ich kann mich nicht verwandeln. Ich sagte verwandeln. Verfluchter Dreck, und wo soll ich jetzt pennen, hä? Moment mal. Willst du mich verarschen? Hör auf! Zeig dich, du feiges Stück! Ich liebe es, ein Arschloch zu sein. Ich hab getan, was du gesagt hast, und dieses Sandwich vergenusswurzelt. Und jetzt bin ich für alle eine Lachnummer. Ups, hatte ich vergessen. Ein Sandwich zu vögeln ist erst 1987 richtig in. George Michael hat sich schwer dafür eingesetzt. Wir hören uns. Warte, was soll ich denn jetzt nur tun? Ist ja gut, es ist noch nicht zu spät. Ich weiß einen Weg, wie du es schaffst, deinen Spitznamen von Captain Hero in Captain Lebensretter zu verwandeln. Du machst Folgendes. Am Abend des Festes schüttest du an der Scheune Benzin aus. Dann nimmst du ein Streichholz und zündest die Hütte an. Wäre das jetzt nicht ein guter Augenblick, das Feuer auszumachen und alle zu retten? Du tust was viel Besseres. Das ist der Augenblick, in dem du dir ein Sandwich nimmst und es vögelst. In Ordnung. Ich hoffe wirklich, dass das funktioniert. Wieso sollte es nicht funktionieren? Hilf mir doch! Heiliger Baumwollsklave! Du kennst dich mit Reis gut aus, Ling Ling! Ling Ling, in diesen vergangenen Wochen ist dank dir mein Herz aufgetaut, angeschwollen und hat Nährstoffe verloren. Fast genauso wie mein grauenhafter Reis. Animio Katarisio, Onkel Benny! Animio Patarakiosakatawa! Ach, weißt du, Kleiner, du hast mir so viel gegeben. Also habe ich mich dazu entschlossen, dir das zu geben, was alle Chinesen wollen, aber nie bekommen. Genau. Und egal, wen ich jetzt vom Jugendamt kriege, ich hoffe, das nächste Pflegekind weiß, was Onkel Benny an Reis so gut gefällt. Es weiß, wann es die Fresse zu halten. Ling Ling, ich hab dich gefunden. Ich hab fast alle Pflegeheime vom Jugendamt durchsucht, nur um dich zu... Bist du's, Papa? Foxy, bist das wirklich du in echt, echt und nicht zum Spaß? Bade mir sokratiert now? Onkel Benny ist mein biolotropischer Vater. Ring ring, bade mir sokratar. Und wie erklärst du dir dann das hier, hä? Huh? Denkt ihr immer noch, das Jugendamt wäre cool? Das ist doch nicht zu fassen. Mein neues Pflegekind ist tatsächlich meine eigene Tochter. Oh, Foxy, Schalack-Lack-Dingeling. Du hast mir mindestens so gefehlt wie rote Bohnen bei einem Furzwettbewerb. Wenn ich dir angeblich so gefehlt habe, wieso hast du dir dann Zigaretten geholt, als ich drei war und bist nie wieder nach Hause gekommen? Oh, Schätzchen, ich bin doch nicht wegen dir gegangen, sondern wegen deiner Mutter. Wir hatten unterschiedliche Bedürfnisse. Ich wollte Oralsex und sie wollte Eichhörnchenkadaver ansammeln. Aber wie du siehst, habe ich nie aufgehört, dich zu lieben. Oder deine arme Schwester. Naja, es wäre schon nett, endlich mal Eltern zu haben. Alles, was mir meine Mutter hinterlassen hat, sind diese Fellpulswärmer und dieser Stringaufsatz. Was soll's, Schwamm drüber, ich vergeb dir, Papa. Hey, sowas muss familiär gefeiert werden. Oh ja, das wird großartig. Das wird der schönste Tag. Makoto, die Makwak. Die Makaswa. Ah,
Dank deiner blöden Idee ist die halbe Stadt hinter mir her. Alle hassen mich und ich habe Lana Lane verbrennen lassen. Du warst das? Du hast meine Jugendliebe auf dem Gewissen? Ich bin über ihren tragischen Tod nie hinweggekommen. Du hast mein Leben zerstört. Ich werde jetzt das Gewehr meines Vaters holen und die Sache beenden. Für sowas fehlen dir die Eier. Oh, Xander, die Sache wird immer besser. Weißt du noch, der Junge, den ich dauernd verarsche? Du meinst dein Vergangenheits-Ich? Ja, und weißt du was? Der Typ ist psychisch labil. Was siehst du mich so an? Weil du versuchst, dich mit mir zu unterhalten. Wieso hörst du da nicht zu? Na, jedenfalls, der Kleine wird sich jeden Augenblick umbringen. High five! Du Idiot! Wenn er sich umbringt, wirst du verschwinden. Ist dir das nicht klar? Oh nein, mein Sandwich-Halter verschwindet! Wow, unser Familienausflug war der Knaller. Wir waren im Reismuseum, auch bekannt als Vietnam-Gedenkstätte. Und Daddy hat mir dieses funky T-Shirt geklaut. Niemals vergessen. Das Wasser zu salzen, bevor man den Reis dazu gibt. Und außerdem haben wir uns ein tolles Reiskorn-Familienporträt machen lassen. Panchioka Tower? Entire family? Panemioka Ring Ring? Daddy, könntest du das Fenster zumachen? Hier drin wird's auf einmal so heuchlerisch. Wenigstens bin ich kein Adoptivist. Plapperst du mir nach? Plapperst du mir nach? Plapperst du mir nach? Oh, seht euch das an, ich habe keine Zigaretten mehr. Ich gehe mal kurz zum Laden vor und hol mir eine neue Schachtel. Bin gleich wieder zurück, meine Kinder. Plapperst du mir nach? Plapperst du mir nach? Da hätte ich doch fast mein Zigarettengeld vergessen. Und meine Reisetickets. Ab ins Zigarettenmuseum. Wo steckst du, Leslie? Komm schon, antworte, antworte! Du darfst sie nicht umbringen! Wieso sollte ich denn auf dich hören? Du hast mein Leben zerstört! Ach, hör mir zu, mein Kumpel. Ich gebe zu, ich habe dich nur ärgern wollen. Ich dachte, es wäre lustig, aber wie sich herausstellt, war es nur gemeint von mir. Sei gnädig, Leslie, bitte vergib mir. Wenn du dir selbst nicht vergeben kannst, wem dann, mein Seelenverwandter? Ich bin nur froh, dass die Sache jetzt endlich vorbei ist. Oh. Und das Schlimmste daran ist, es gibt tatsächlich einen Weg, ein Sandwich zu penetrieren, mein Freund aus der Vergangenheit. Oh, ist das wahr? Ja, klar, aber das ist jetzt egal. Du bist zu jung für eine solche Sauerei. Nein, bin ich nicht. Bring es mir bei. Ich schaff das. Ja. Okay, zuallererst muss ich deine Technik begutachten. Du machst ein Foto von dir, während du ein Sandwich vögelst und vergräbst es neben dem alten Eichenbaum, damit ich es hier in der Zukunft finden kann. Eis, Eis, Baby. Was hast du für ein Problem, Hero? Wieso bist du so gemein zu deinem Ich aus der Vergangenheit? Wieso? Ich sage dir wieso. Als ich in seinem Alter war, hat irgendein Arschloch genau das Gleiche mit mir gemacht. Und ich habe mir geschworen, dass ich mich eines Tages an einem anderen 12-Jährigen dafür rächen würde. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ein Foto mit Penis und Sandwich erwartet mich an der alten Eichel. Ja! Oh, mach dir keine Sorgen. Daddy kommt schon bald wieder. Mein Daddy liebt mich über alles. Oh, naja. Wenigstens haben wir noch uns, richtig? Und wir können all die schönen Dinge tun, die eine Familie ausmacht. Wir beide können uns die Nägel machen lassen. Und ich kann dir die Augenbrauen auszupfen wie kein anderer. Da kannst du dir sicher sein. Paff, paff, oh, keine Sorge, Foxy. Lingling kommt schon bald wieder. Mein Lingling liebt mich über alles. Oh, das ist das beste Penisfoto, das ich gesehen habe, seit ich meine Michael-Jackson-Autogrammkarte verkauft habe.
Hände hoch, du kranker Wichser! Was ist denn jetzt los? Ja, Perversling, das war eine Falle. Wir warten seit 20 Jahren drauf, dass du dir diesen Kinderporno abholst. Haha, gewonnen! Ich wusste, du willst mich wieder reinlegen, aber ich war schlauer als du. Das hat man davon, wenn man den Penis eines kleinen Jungen sehen will. Peace out! Mochte den kranken Wichser ein, Jungs. Oh, kann ich wenigstens das Foto behalten? Das ist das einzige Foto, das ich von meinem Penis habe, bevor der Unfall passiert ist. Das geht dich nichts an. Wir sind keine Freunde mehr, Brustwarze. Und wie ein Arschloch aus einem Walkie-Talkie mal sagte, als ich 12 war, verpiss dich und vögle einen Müllhäcksler. Ein Müllhäcksler? Das könnte sich interessant anfühlen. Oh ja, Baby. 99 Sandwiches.